Hallihallo und willkommen zurück zu Black Mirror 2. Nun ja, ich habe den Tipp bekommen vom... Hallo? Vom... Ich dachte schon, er bewegt sich hier nicht, der Darren. Von Hedy Hellfire. Dankeschön nochmal. Ich solle doch mal zum einen in das Zimmer gehen von Darrens Mutter und mir die Karte auch nochmal etwas genauer anschauen von Fallers Büro, die da hängt. Und ich würde sagen, als erstes gehen wir mal in das Zimmer. Das mache ich jetzt auch mal. Obwohl ich da ja schon war. Ich weiß nicht, ob das Zimmer hier damit gemeint ist oder... Weiß auch nicht. Oder ein anderes Zimmer. Ich gehe nochmal ins Schlafzimmer auf jeden Fall. Und ich dachte, ich hätte schon alles irgendwie angeguckt, aber scheinbar nicht. Was ist denn hier noch? Das Fenster vielleicht? So stellt man sich das Wetter hier im Norden an der Atlantikküste vor. Regnerisch, windig, kalt. Aha. Hier ist doch nichts. So ein Schachtding. Welche Flecke. Mülleimer, ein Bild. Ich habe hier noch den Schrank. Das Bett ist beim Bett hier irgendwas. Ist... Mit dem Buch noch irgendwas. Also da macht er definitiv nichts. Da kann ich auch gar nicht hinfassen, weil da das Menü erscheint oben. Ich sehe hier nichts. Oder bin ich jetzt irgendwie... Tasse, Buch, klickt er nicht an. An den Schreibtisch geht er nicht, an die Lampe geht er nicht mehr. Hier ist ein Bild, nix. Ich gehe raus. So, dann haben wir die Spüle hier natürlich noch. Aber was soll mir das bringen? Teleskop vielleicht nochmal. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Brauchen wir den Kompass? Ein schönes Stück. Ein schönes Stück. Ein schönes Stück, ein schönes Stück. Mams schnurloses Telefon. Ja, was soll denn hier noch sein? Ich weiß ja auch gar nicht, wonach ich suche. Können wir telefonieren? Ich muss gerade nicht telefonieren. Aber du könntest die Krankenhausfrau anrufen. Ich muss gerade nicht telefonieren. Und dann könnten wir sie ablenken. Ja, dann nicht, dann nicht. Ist irgendwas mit dem Teleskop. Mein Verdacht ist das Teleskop gerade, aber pff, was soll ich machen? Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch. Ja, aber kannst du den Kompass irgendwie benutzen? Kannst du es nicht drehen? Ein schönes Stück. Ja, dann... Ich meine, man kann das Teleskop einfach noch benutzen. Das ist das Irritierende. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Ja, dann... Hm? Ein schönes Stück. Ja, mach doch hier nichts. Ich habe keine Ahnung. Ein schönes Stück. Ein schönes Stück. So, jetzt ist gut hier. Und die Spüle kann man auch immer noch nehmen. Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mitgerechnet. Wozu noch mal? Für nix. Für Brot. Für das. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Krams jetzt. Es ist schon sehr viel weg. Kopfhörer gehen auch noch. Mom ist Musikfan. Ja, nicht schon wieder. Im Badezimmer war noch was im Badezimmer. Ich finde hier gerade nichts. Ich bin zu dumm. Ich weiß nicht wo. Meh. Badezimmer vielleicht. Hier rechts klick nochmal. Dann.
Okay, ich wollte einfach nur mal dramatische Black Metal Musik machen. Guck dir die Tapete an. Die Steckdosen. Diese Bilder. Nicht. Was soll denn hier verdammt nochmal sein? Ich weiß es nicht. Ist mir zu doof. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt zur Karte von Fuller. Fuller ist hier. Müssen wir nach hinten. Nach hinten. Und hier jetzt durch. Vielleicht bin ich ja bei der Karte fündiger. Ich hoffe, die Tipps waren auch durchdacht. Nicht, dass ich die erst später machen kann. Dann bringt mir das an dieser Stelle natürlich auch nichts. Ach nee, doch. Ich bin ins Hinterzimmer. Das war schon richtig. So, und hier brauchen wir auch noch irgendwie einen Stab oder was? Was kann ich denn jetzt hier bei der Karte machen? Muss ich hier jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, was? Eine speckige Weltkarte. Meine Weltreise steht daneben. Ein paar Orte sind markiert. Die USA, Utah, Arizona, die Ecke. Dann rüber nach Hawaii. Danach Nordafrika, wohl Ägypten. Anschließend China und danach Europa. Irgendwo in Deutschland, wie es scheint. Das heißt bestimmt irgendwie Äthiopien oder so vielleicht. Das hier weiß man gar nicht. Oder doch, oder war das Japan? Was haben wir hier? Die USA, Hawaii, irgendwas Unleserliches und Europa. Fuller hat mit seinen Drecksgriffeln die Hälfte verschmiert. Was soll ich... Eine speckige Welt, die USA, Utah. Eine speckige die USA, Utah. Was soll ich hier machen? Hä? Hier ist doch nichts zu machen. Ihr wollt mich doch verarschen. Tut mir leid, aber das ist gemein. Was soll ich denn hier machen? Eine speckige die USA. Eine speckige Welt. Nee, da habe ich keinen Bock zu. Soll ich hier direkt die Dinger anklicken oder was? So die Orte. Ich weiß nicht mal, wo Hawaii hier gerade ist. Da steht Madagaskar. Da ist Neuseeland, das weiß ich auch. Wo ist denn Hawaii? Ist doch total klein. Hawaii ist doch voll klein. Hawaii. Kauai. Ciao, ciao. Ja, toll. Eine speckige, die USA. Eine Speck, die USA. Utah, Harry. Das bringt's ja auch nicht. Hier steht gleich zurück. Da sagt er gar nichts zu. Er sagt doch zu allem dasselbe, oder nicht? Eine speckige, die USA. Ja, Utah. Toll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Check ich nicht. Also, sorry. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Mit beiden Tipps gerade nicht. Ich habe nichts gefunden und ich kann bei der Karte, wie es aussieht, auch nichts machen. Vielleicht muss ich hier irgendwie woanders bei der Karte gucken oder so. Nicht da so direkt drauf. Nee, dann geht er automatisch dahin. Das bringt's ja auch nicht. Was haben wir hier? Die USA? Hawaii? Was haben wir? Ja, er sagt die USA, Linksklick und Rechtsklick, Hawaii. Sagt er bei beidem dasselbe. Eine speckige Welt, die USA, Utah, Arizona. Finde ich hier auf der Karte irgendwas Außergewöhnliches oder was? Hier ist die Notiz. Also irgendwie, ich finde das auch total dämlich, dass man da oben nicht hingucken kann. Also
Ich meine, Europa ist ein bisschen weiter oben da noch und irgendwie, also hier, da ist, sieht man noch Italien. Aber da kann man gar nicht richtig hingucken. Eine speckige die USA. Also Utah. Weiß ich nicht, was hier unten sein soll, mitten im Ozean. Das. Hebt doch die Notiz an. Was haben wir, die USA? Was haben wir, die USA? Nee, ich rall das nicht. Sorry, sonst muss ich halt notfalls in die Lösung gucken. Check ich nicht. So, dann habe ich auch gar keinen Plan, was ich machen kann. Hilft mir alles gar nicht gerade weiter. Macht mich auch ein bisschen sauer gerade. Irgendwie so ein bisschen. Weil ich hasse es, irgendwie gar keine Ahnung zu haben. Und ich dachte, die Tipps bringe ich ein bisschen weiter. Aber irgendwie bin ich wohl zu doof. Oder ich kann noch gar nichts da machen. Erst später oder so. Keine Ahnung. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass wir halt im Hospital immer noch irgendwie was tun müssen. Um uns abzulenken. Um die Frau abzulenken. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Sie hat von da aus den Eingang zur Leichenhalle gut im Blick. Ich komme nie an ihr vorbei, solange sie dort sitzt. Wir müssen sie da so weglocken. Ich habe nämlich erst gedacht, anrufen, dann ist sie beschäftigt, aber sie soll schon weggehen. Können wir mit ihm reden? Entschuldigen Sie. Ja, oh, Entschuldigung. Aber vorher konnte man doch auch mit ihm reden. Ich muss die Schwester irgendwie ablenken. Die lässt mich da nie rein. Vielleicht, wenn bei der Mutter irgendwas ist, rennt sie dann dahin? Wenn im Computer was nicht stimmt oder so, dann muss sie sich das ja vielleicht angucken hier, zum Beispiel beim Überwachungsbildschirm. An der Seite des Geräts hängen einige Kabel herunter. Die meisten führen zu den Sensoren an meiner Mutter. Da, Kabel. Das ist doch eine gute Idee. Die Maschine überwacht nur die Vitalfunktion meiner Mom. Es macht also nichts aus, wenn ich hier ein Kabel lockere. Mach das mal. Dann ist nämlich die Schwester abgelenkt. Oh, 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 oh. Kommst du jetzt? Kommt sie jetzt? Ach, sie ist schon weg. Dann nimm schnell den Abholschein. Die ist schon weg. Vielleicht kann ich den Lieferschein gebrauchen. Ich nehme ihn mit. Ja, ja, mach das mal ruhig. Perfekt. Oh, da ist sie auch schon wieder. Gut, dass wir das so schnell gemacht haben. Ein ausgefüllter Lieferschein für Flüssigseife. Mhm. Warum nicht? Das war doch mal jetzt gut durchdacht von mir. Jetzt bin ich nicht mehr so sauer. Jetzt komme ich klar. Ein ausgefüllter Lieferschein für Flüssigseife. Mhm. Ja, komm. Warum? Gib das dem. Sagt er jetzt was? Oder eher nicht mehr? Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Flüssigseife. Lieferschein. Hm, in Ordnung. Ich gehe dann mal. Nicht so schnell. Was wollen Sie denn liefern? Flüssigseife? Und die haben Sie wo? Hm? Wo ist das Paket? Oh, ich Trottel. Das muss noch im Wagen liegen. Unglaublich. Zu meiner Zeit hätte ich mir so etwas nicht erlauben können. Oh nein? Heißt das, ich werde nun niemals Wachmann? Ich hole den Karton. Gut. Wo kriegen wir denn jetzt Flüssigseife her? Wo habe ich in diesem Spiel irgendwo schon mal Flüssigseife gesehen? Ein Souvenirshop vielleicht? Wetter ist ja echt nicht so dolle. Dann geh mal rein. Ist wahrscheinlich zu. Sieht so zu aus. Nee, es ist noch offen. Hat sie hier vielleicht Seife? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Na gut, dann fragen wir mal. Kennen Sie diesen Mann? Hat er was mit dem Mord an Fuller zu tun? Natürlich, das sieht man doch gleich. Eine richtige Verbrechervisage. Kennen Sie ihn oder nicht? Nie gesehen. Dann nicht.
Haben Sie schon gehört, was mit Fuller passiert ist? Ist das nicht großartig? Juhu? Endlich ist hier mal was los. Ein blutiger Mord in der Nacht, eine verdächtige Ausländerin. Wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt. Vielleicht wurde die verdächtige Ausländerin unschuldig verhaftet. Oh ja, und der Killer ist noch auf freiem Fuß und mordet weiter. Oh ja, zum Beispiel eine Souvenirshop-Angestellte. Das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze. Was können Sie mir über das Hotel, ein Stück die Küste runter, sagen? Das Wild Coast? Gehört einer alteingesessenen Familie hier. Steht schon fast 100 Jahre dort. Ein gut geführtes Haus. Läuft nicht schlecht, wie man hört. Etwas langweilig. Keine Skandale? Der Chef kommt wohl mit seinem Sohn nicht gut klar. Er treibt sich in Portland rum, ist eine Art Musiker. Aber genaues weiß ich nicht. Und sonst? Ab und zu findet da angeblich auch illegales Glücksspiel statt. Die Polizei drückt aber ein Auge zu. Warum tut sie das? Was weiß nicht. Wahrscheinlich pokert der Inspektor selbst mit. Danke. Ja, ja. Hier ist ein leeres Paket. Können wir das nicht gebrauchen für die Seife? Gerade per Zufall entdeckt. Ein leeres Paket. Anscheinend hat ein Kunde die Lieferung gleich hier ausgepackt und das Paket stehen lassen. Ist doch gut. Leute gibt's. Nimm es. Das ist gut. Das brauchen wir. Ich wusste doch, dass ich hier fündig werde im Souvenirshop. Wo sonst könnte man irgendwas sich einfach holen an Kram? Ich habe das Paket wieder verschlossen. Man kann nicht erkennen, dass es schon mal geöffnet wurde. Ach so, dann gehst du mit einem leeren Paket da einfach rein? Dann probieren wir das einfach mal aus. Ach, das finde ich ja jetzt gut. Ich dachte schon, mir fällt gar nichts ein, wie wir die Frau ablenken könnten. Das hat ja dann doch ganz gut geklappt. So. Es ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es einfach nicht schwer genug, aber, ne? Wenn er das jetzt vielleicht nehmen will... Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Der erkennt ihn nicht wieder? In Ordnung. Das Paket... Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem... was? Dein Besucherausweis. Aha. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie... Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht Ihnen Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Shit, jetzt brauchen wir noch einen Ausweis. Was mache ich denn jetzt? Wie mache ich mir denn jetzt einen Ausweis? Uff. Der wird ausgestellt. Von wem? Und wie? Und überhaupt? Hi. Hallo, Mr. Muggles. Ah, okay. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich bin da nicht so penibel. Besucher sollen sich nicht auch noch mit Papierkram rumärgern. Verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station. Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier anmelden. Sie müssen sich um Ihre Mutter keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Ach, nichts. Hat sich schon erledigt. Ja, aber was mache ich denn dann jetzt? Können wir sie irgendwie... Können wir ihre Arbeitshaltung, was weiß ich, irgendwie kritisieren? Dürfen wir das der Polizei erzählen und sagen, ja, jeder kann da rein, weil... Pipapo, Ausweis und so. Wie, da kann ja jeder zum Patienten hin, überprüfen sie das mal und dann kommen wir vielleicht ein. Ich weiß es nicht. Außerdem haben wir schon lange hier nicht mehr mit denen gesprochen. Ich spreche jetzt dann mal mit denen. Und mit denen gibt es auch einiges zu sprechen. Fuller hatte Dreck am Stecken. Wussten Sie das? Würde mich nicht wundern. Wissen Sie genaueres? Ich glaube, er hat Leute erpresst. So? Das ist eine schwere Anschuldigung.
Ich habe keine Beweise, aber die besorge ich mir. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie sollten mir bei meinen Untersuchungen lieber nicht in die Quere kommen. Werde ich nicht. Ich suche an den richtigen Stellen. Sie glauben wirklich, dass Angelina Fuller ermordet hat? Das hat mit Glauben nicht mehr viel zu tun. Wir haben sie blutverschmiert mit der Tatwaffe in der Hand, über dem Toten stehend überrascht. Warum waren Sie überhaupt dort? Du meinst mitten in der Nacht? Nun, wir haben einen Tipp bekommen. Einen... Und das... Das finden Sie nicht verdächtig? Schon. Das ist der Grund, warum ich Ihren geheimnisvollen Unbekannten finden will. Meinen Sie, er ist der Tippgeber? Möglich. Es war ein anonymer Anrufer, der von einem Einbruch bei Fuller gesprochen hat. Sollte der Unbekannte wirklich Miss Morgan beobachtet haben, hat er vielleicht gesehen, wie sie in den Fotoladen eingestiegen ist und hat uns verständigt. Oder er hat ihr eine Falle gestellt. Tja, wir können nur spekulieren, bis wir den Zeugen ausfindig gemacht haben. Wissen Sie, dass meine Mutter gestern auch fast gestorben wäre? Nein, das wusste ich nicht. Was ist passiert? Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Oh, das tut mir aber leid. Wünschen Sie ihr von mir gute Besserung. Finden Sie es nicht seltsam, dass dieser Engländer hier auftaucht und am nächsten Tag haben wir eine Leiche und eine Schwerverletzte? Wollen Sie damit andeuten, Ihr Unfall war kein Unfall? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten kein Phantomverbrechen nachjagen, Darren. Wir haben ein sehr reales Verbrechen aufzuklären. Haben Sie Angelinas Verfolger schon gefunden? Nein, noch nicht. Sprechen Sie mit Sergeant Kinney. Sie leitet die Suche. In Ordnung. Ich weiß gerade nicht, ob ich von außen hätte immer nach innen gehen sollen mit den Sachen, weil es ist manchmal vom den Dialogen her etwas komisch. Also, ja. Wisst ihr, was ich meine? Naja. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen einen Erpresserbrief von Fuller zeige? Ich würde sagen, dass Sie sich trotz meiner Warnungen nicht aus der Sache herausgehalten haben. Und wenn ich den Brief in einer öffentlichen Mülltonne gefunden hätte? Dann würde ich fragen, ob Sie Beweise haben, dass der Brief von Fuller ist. Ein Brief in einer Mülltonne kann von jedem stammen. Und dass ausgerechnet Sie ihn gefunden haben, spricht auch nicht gerade für seine Echtheit. Also gut, dann habe ich eben keinen Erpresserbrief gefunden. Ich muss in diesen Geheimraum kommen. Dort wird es Beweise geben, dass Fuller Mrs. Biver erpresst hat. Ja, ich weiß nur noch nicht wie. Ich bin überzeugt, dieser Engländer hat Angelina eine Falle gestellt. Wenn Sie meinen. Was spricht gegen die Theorie? Dasselbe, das gegen die Theorie spricht, Fuller wurde das Opfer von Vampiren. Es ist sehr unglaubwürdig. Welche Gründe hätte der Engländer, Fuller zu ermorden und die Tat Miss Morgan anzuhängen? Genau das werde ich herausbekommen. Wenn Sie meinen. Ach ja, Polizeiarbeit. Okay, Leute, dieser Part ist gerade, wird sonst zu lang und deswegen beende ich den jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.